Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wem soll ich denn noch vertrauen? Diese Frage stellte die Neuköllnerin Christiane Schott in einem Fernsehbeitrag. Familie Schott ist ins Visier von Neonazis geraten, weil sie keine rechte Wahlwerbung im Briefkasten haben wollte. Und es folgten über Jahre Steinwürfe ins Fenster, Bedrohungen an der Hauswand, gesprengte Briefkästen und Ähnliches. Und das sind nur wenige von den vielen nicht aufgeklärten Taten der Neuköllner Serie. Wem soll ich noch vertrauen? Diese Frage, finde ich, spiegelt sehr gut die Verzweiflung der Betroffenen wider, die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich auf die Sicherheitsbehörden nicht verlassen können. Und das hat Gründe. Das kommt nicht einfach so. Frau Schotts Nachbar ist der Polizist Detlef M. Er war in einer Chatgruppe von AfD-Mitgliedern, zu denen auch ein Hauptverdächtiger der Tatserie gehört. Über diesen Chat sind polizeiliche Informationen geflossen, möglicherweise auch mit Bezug zu der Neuköllner Serie. Und das, meine Damen und Herren, wenn Menschen, die unsere Demokratie verteidigen, sich von unserem Gemeinwesen, von unserem Staat nicht geschützt fühlen, das ist verheerend, das dürfen wir nicht hinnehmen. Und es ist für mich auch der wichtigste Grund, warum wir diesen Untersuchungsausschuss brauchen. Und Gründe gibt es leider viele, nicht nur diesen. Ein Neuköllner Beamter steht wegen einer rassistischen Gewalttat vor Gericht. Ein Beamter des LKA verkehrt in derselben Kneipe wie ein Hauptverdächtiger. Ein ermittelnder Staatsanwalt äußert möglicherweise Sympathien für Tatverdächtige. Der Verfassungsschutz kriegt mit, wie Neonazis unseren Kollegen Ferhat Kocak ausspähen, aber der wird nicht informiert und auch nicht geschützt. Und da muss ich sagen, das ist keine Überraschung, dass Zweifel bestehen an der Integrität der Sicherheitsbehörden, dass das Vertrauen weg ist. Und deshalb müssen diese Fälle auf den Tisch und unabhängig untersucht werden. Das Gute ist, was mich wirklich immer wieder beeindruckt, diese Menschen in Neukölln, trotz Einschüchterung, trotz fehlenden Vertrauens, haben die Antifaschistinnen in Neukölln weitergemacht. Sie haben sich zusammengetan, sie sind laut, sie sind aktiv. Und für diesen Mut, für diese Zivilcourage gebührt ihnen wirklich allergrößter Respekt und Solidarität, meine Damen und Herren. Und sie haben auch immer wieder hartnäckig auf Missstände aufmerksam gemacht, auf die fehlende Aufklärung aufmerksam gemacht. Und diesem langjährigen Druck ist es überhaupt nur zu verdanken, dass wir heute an dieser Stelle endlich über einen Einsetzungsantrag reden können für einen Untersuchungsausschuss. Also danke an die vielen Betroffenen und die UnterstützerInnen in Neukölln, in Berlin, die das erkämpft haben, meine Damen und Herren. So, wir haben jetzt als Koalition diese vielen Fragen, die an uns herangetragen worden sind, aufgenommen und einen breit angelegten Untersuchungsauftrag hier eingebracht. Auch nochmal vielen Dank an die Kollegen von der SPD und von den Grünen, dass das so konstruktiv gelaufen ist. Wir werden die Arbeit aller beteiligten Behörden untersuchen. Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz und auch wie sie zusammengewirkt haben. Wir werden es nicht so machen, wie schon so oft in Deutschland, dass wir nur einzelne Täter, einzelne Tatverdächtige beleuchten. Wir werden uns Netzwerke anschauen. Und wir werden die Untersuchung auch nicht erst mit dem Zeitpunkt beginnen, wo schon die ersten Autos gebrannt haben, sondern wir werden untersuchen, wie es dazu kam, dass die Täter und ihr Umfeld sich überhaupt erst so sicher gefühlt haben. Und dabei müssen wir vieles zusammentragen. Wir fangen ja nicht bei Null an. Es gab ja schon diverse behördeninterne Sonderkommissionen. Einige Abgeordnete haben versucht, immer wieder nachzubohren, Dinge ans Licht zu bringen. Aber vor allem durch investigativen Journalismus und durch antifaschistische Recherche ist überhaupt vieles erst bekannt geworden, was uns sonst im Verborgenen geblieben wäre. Und wir haben vorgenommen, dieses große Wissen, vor allem aus der Zivilgesellschaft, aufzunehmen, einzubeziehen, in den Untersuchungsausschuss auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Und wir können jetzt erstmals mit den Möglichkeiten des Untersuchungsausschusses, also Beweiserhebung, Akteneinsicht, Zeugenbefragung und andere, uns erstmals wirklich ein umfassendes und unabhängiges Bild machen von diesem ganzen Komplex. Und die Chance, die haben wir wirklich lange genug liegen lassen, die müssen wir jetzt nutzen, meine Damen und Herren. Und wir erwarten vom Senat eine konstruktive Zusammenarbeit und die bestmögliche Transparenz. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen sage ich das hier. Ich saß bei einer Veranstaltung im Rudo mit der regierenden Bürgermeisterin, ist jetzt leider gerade nicht da, damals war sie noch Kandidatin, und die hat gesagt, sie unterstützt die Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss. Das haben alle begrüßt, ich fand das auch super, aber ich sage das jetzt nochmal, weil natürlich die Menschen haben sich das gemerkt. Und das wird nicht unbedingt immer eine angenehme Veranstaltung für die Behörden,
Da kommen Sachen auf den Tisch, die auch unangenehm sind. Aber nur, wenn wirklich alles auf den Tisch kommt, wenn Missstände offen und ehrlich aufgearbeitet werden, dann haben wir die Chance, die Arbeit der Behörden auch zu verbessern. Und nur dann haben wir auch die Chance, das Vertrauen der Betroffenen, ihrer Angehörigen, aller Demokratinnen und Demokraten zurückzugewinnen. Und daran haben wir wirklich alle ein Interesse. Also nutzen wir diese Chance. Ich freue mich drauf. Danke.